ich bin kleine Jell und heute werde ich mein Zimmer aufräumen. Ich werde es nicht nur aufräumen, sondern ich stelle auch meinen neuen Schrank hin. Eigentlich ist er nicht so neu, weil meine Eltern ihr Zimmer umräumen und dann wollte ich diesen Schrank unbedingt haben. Oh, das ist die Rückseite. Diesen Schrank meinte ich. Wo kommt der jetzt hin? Dahin gehört er. So sieht mein Zimmer jetzt aus. Hier ist es noch unaufgeräumt bei meinem Schreibtisch, weil ich immer da bastel. Jetzt ziehe ich den Aufkleber runter. Wir haben ihn dran gemacht, weil sonst die ganzen Schränke rausfallen, weil mein Papi musste ja alles nach oben räumen. Geschafft. Schön. Ich glaube, ich muss ihn ein bisschen sauber machen. Da sind Flecken. Und Staub wurde lange nicht mehr benutzt. Ich habe mir einen Tritt geholt, dass ich da oben rankomme. Und Küchentücher zum Aufwischen. Und ich habe mir noch ein Glas Wasser hingestellt. Uiuiuiui. Staubig. Guck mal, das ist ganz fest. Ach, ich glaube, das reicht. Und jetzt muss ich hier unten. Ist auch staubig. Fertig! Jetzt können alle Spielzeuge rein. Aber zuerst muss ich alles sortieren und rauspacken. Ich fange mit dieser Sache hier an. Hier sind aber nicht so viele Sachen drin, aber das alles gehört nicht da rein. Bastelsachen und Spielzeug. Hier auch Bilder und Stickeralbum und Restsachen zum Spielen. Erstmal alle Sachen, die ich ausgeräumt habe. Aber ich sehe gerade, da oben sind noch Sachen. Die räume ich auch runter. Eine Streicheule, ein Globus und noch Bücher. Darin habe ich Blätter gepresst. Oh, oh, oh. Oh. Das waren aber dicke Bücher. Jetzt ist der Schrank leer. Von oben bis unten. Und jetzt kommt der spaßige Teil. Alles einsortieren. Yeah! Aber ich glaube, erstmal sollte ich diesen Schrank da hin tun, weil wenn alles drin ist, wird es ein bisschen schwieriger, das zu tragen. Ha! Wir den Schrank hier hingeräumt. Aber der ist richtig klein und hier ist noch richtig viel Platz. Und ich weiß schon, was wir da hinbauen. Eine Kuschelecke und ein Bücherschrank. Bücherschrank. Und hier ist das Kissen. Da unten.
Das ist gemütlich. Ich muss jetzt nur noch die Bücher reinrollen. Das, was ich hier gerade lese, tue ich hier oben drauf. So, jetzt können wir endlich mal den Schrank einräumen. Ich fange mit den Kuscheltieren an. Ich glaube, ich habe 50 Kuscheltiere. Ich glaube, dann wird der ganze Schrank voll. Die restlichen Kuscheltiere tue ich dann in diesen Schrank da rein. Einige Stunden später. Ich habe jetzt alles ausgeräumt und so sieht es jetzt aus. Ein paar Sachen habe ich Elisa gegeben und ein paar Sachen habe ich auch in den Schrank reingeräumt. Es sieht zwar ganz unordentlich aus, aber der Rest ist richtig einfach. Jetzt machen wir weiter. Jetzt kommt die Vogelstrecke. Einige Stunden später. Der Schrank war doch zu hoch, deswegen haben wir die coole Idee gehabt, ihn umzudrehen. Und dann kann ich hier noch ein paar Kuscheltiere abstellen. Und hier ist es auch hell, da kann ich auch meine Bilder aufhängen. Jetzt müssen wir erstmal die Schubladen wieder einbauen. Geschafft! Jetzt kann ich endlich einräumen. Es ist richtig spät geworden. Viele Stunden später. Guck mal, es ist fast fertig. Ja, fast. Richtig fast. Viele, viele Stunden später. Da ist noch was. Aber jetzt fertig. So ist mein Zimmer jetzt umgeräumt. Hier mein Schreibtisch. Den haben wir noch mal richtig schön sauber gemacht. Hier haben wir extra so ein... Hier haben wir extra einen Stifthalter. Hier kann ich immer meine Stifte reintun. Ja, und da sind alle Farben drin. Bubi. Und hier sind alle Bleistifte. Auch ein Pferde. Und hier ist Klebe. Und hier noch Anspitzer und Radici. Und hier sind auch so Glitzerstifte. Hier sind so die Blätter. Normale und Zeichneblätter. Und hier ist mein Schrank. Leider war er zu hoch, deswegen mussten wir ihn umdrehen. Und das war eine ganz gute Idee, weil ich dann besser rankomme und hier oben noch was hinstellen kann und hier oben noch was aufhängen. Es war natürlich schwierig, ihn umzudrehen, weil die Schubladen ja noch andersrum waren. Da mussten wir alles umbauen. Und so habe ich es jetzt sortiert. Hier habe ich die ganz tollen Sachen hingemacht. Also die Aquarellfarben und so Schmierstifte. Also alles, was so toll ist. Hier habe ich Pferdeaufkleber, Steine und noch viele andere Sachen. Hier Bänder und Glitzer. Die Glastüren sind richtig toll, weil ich muss da nicht gucken und rumwühlen, wo was ist, sondern ich kann es direkt sehen. Hier oben sind so auch Schulsachen, aber auch so Bastelsachen.
Kleber, Radici, Anspitzer, also ganz viele Sachen und auch Bleier und Schere. Also alles, was man so für Basteln, aber auch für die Schule braucht. Hier habe ich meine geheimen Briefe und ein kleines Buch. Da kann ich alles reinschreiben oder reinmalen. Ja, und so sind alle Schubladen sortiert. Und auf der anderen Seite habe ich alle Spielzeuge in die Schränke reingeräumt und eine Tierstrecke gemacht. Jetzt kommt der Vorher-Nachher-Vergleich. So sieht's jetzt aus. Puh, jetzt bin ich echt fertig. Tschüss, bis zum nächsten Mal.